Axel Munz, der Geschäftsführer von Angermeyer Trachten, hat eingeladen nach Stuttgart zur ersten Eisstock-WM 2020. Um die Location noch etwas näher einzugrenzen, der Event findet genau vor dem Mercedes-Benz-Museum statt. Dort befindet sich die Cannstatter Hütte und zwei kleine Eisstockbahnen. Diese wurden natürlich genutzt für dieses Event. Illustre Gäste sind der Einladung gefolgt und in 5 Teams wurde um den Pokal gespielt. Und ich habe natürlich gleich die Gelegenheit genutzt und mich mit ein paar der Gäste unterhalten. Wie es sich für eine WM natürlich gehört, gab es am Ende auch eine Siegerehrung. Es gab Preise und viel Flüssiges, Champagner, Sekt und natürlich für das Siegerteam den Pokal. Hinterher wurde freundschaftlich in der Cannstatter Hütte noch gefeiert. Jetzt aber erstmal der Fassanstich. Okay. So. Wir zählen. Ja, genau. Und alle gemeinsam. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Läuft das schon? Hey, super, ohne zu spritzen, Nico. Applaus von allen. Herzlichen Glückwunsch, das ist es. Rebecca, natürlich Hollywood haben wir hier in Stuttgart vorm Daimler-Benz-Museum und an der Eisstockbahn. Du hast schon gespielt? Eben gerade, ja. Also ich mit der Schulklasse mal vor ein paar Jahren, also ganz lange, also ganz lange her, also gestern quasi. Aber ja, also unser Team liegt gerade ein bisschen zurück, aber wir geben einfach, glaube ich, bloß den anderen einen kleinen Vorsprung. Ach so, okay, gut. Ja. Aber es ist ein gutes Team dabei. Wer ist denn dabei? Ich glaube, der Chef selber sogar. Ja, natürlich. Also ne, wir haben den Chef und wir haben die Spezialwahl, wir haben einen Linkshänder im Team. Also wir können ein bisschen variieren. Okay, ist das so ein kleiner Geheimtrick? Die Chancen, wie sieht's aus? Ja, gerade noch nicht so gut, aber wir holen auf. Wir sind dabei. Ja. Was gibt's dann schauspielerisch, Hollywood-mäßig? Wo kann man dich sehen? Oder was sind für Projekte da geplant? Ja, es war ja jetzt Maleficent, ist ja rausgekommen. Der ist ja jetzt auf Blu-ray schon zu erhalten, zumindest in den USA. Und ja, viel darf ich noch nicht sagen. Es sind ein paar Sachen halt in petto, auch im deutschen Bereich. Also muss nicht immer Hollywood sein. Und ja, warten wir mal ab. Prima. Halt euch auf dem Laufenden. Ja. Wo kann man dich dann so verfolgen? Auf den Social Media? Ja, also Instagram, klar, rebecca.ku findet ihr mich. Facebook bin ich weniger, also schaffe ich halt nicht. Und mittlerweile auch TikTok, lustigerweise. Okay. Also es wird ja immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja, wobei, da war jetzt, glaube ich, gerade wieder so eine kleine Sicherheitslücke. Ja, genau, das habe ich auch gelesen gehabt. Also gut, aber irgendwo haben wir alle 1000 Lücken. Okay, genau. Jetzt muss man doch mal ganz kurz noch zu den aktuellen Ereignissen gleich mal kurz drauf zu sprechen kommen. Die Krise hier, USA. Und Iran, was sagt man da dazu? Wenn du gerade auch in Amerika mal zugange bist. Ja, schwierig. Also man ist gespaltener Meinung. Heute, wo ja auch noch mit der Ukraine das dazu kam, ja viele vermutet, jetzt auch noch ein Abschuss einer Maschine. Also es sind viel Spekulationen. Ich finde, man muss immer vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was hinterrücks abgeht, wer mit wem spricht. Iran mit Irak, USA. Also es ist immer sehr vorsichtig. Aber es ist schon, also man sollte es schon auf jeden Fall ein bisschen verfolgen, finde ich. Ja. Hoffen wir mal, dass es nicht zu sehr eskaliert und alles noch mal ein bisschen wieder nach unten kommt. Das hoffen wir auf jeden Fall. Also das können wir alle nicht gebrauchen. Und ich glaube, man sollte einfach gucken, es ein bisschen beobachten und hoffen, dass die da oben das richtig machen. Genau. Und deswegen lassen wir uns jetzt hier den Spaß nicht vertreiben. Definitiv nicht. In diesem Sinne, wir trinken nachher noch eins zusammen und viel Spaß dir. Danke euch. Danke. Habt ihr euch schon ein bisschen vorbereitet? Wisst ihr, wie es geht? Also ich persönlich habe noch nie Eisstockschießen gemacht und habe jetzt ein paar Testläufe gemacht, aber ich habe ein gutes Gefühl, das wird schon. Das wird, genau. Ja. Und wie sieht es bei dir aus? Ich habe einen geschmissen jetzt oder geschoben oder wie man es nennt, wie auch immer. Und der war so gut und habe gedacht, das kann nur gut werden. Habe es dann gleich gelassen und so mache ich nachher weiter. Genau. In Reutlingen, wo ihr ja herkommt, genauso wie ich, da hätte man es auch schon mal ein bisschen proben können auf der Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt. Das wusste ich gar nicht. Ich hätte natürlich Tag und Nacht geübt und wäre bestimmt eine Woche da gewesen, aber ich habe es nicht gewusst. Also von dem her, das war mir neu.
Du, was hältst du eigentlich davon, wenn wir der Axel überreden, das nächstes Jahr nach Reutlingen zu holen? Mal? Das wird man bestimmt schaffen. Also da habe ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Mit dem quatschen wir ein bisschen und dann kommt das Ding nach Reutlingen. Und die von der Eisbahn, die kenne ich wieder ganz gut, die Eissportfreunde. Kann ja eigentlich schief gehen. Dann machen wir doch da mal Reutlingen ein bisschen. Halligalli. Ja, machen wir Heimspiel für uns. Ja. Machen wir ein Heimspiel. Finde ich super. Können wir gerne machen. Ich bin dabei. Ich auch. Also. Prima. Gut, müssen wir bloß der Axel noch überzeugen. Aber das ist ja, das ist eine Kleinigkeit. Das geht easy. Axel ist ein Freund von uns. Genau. Oh, wir müssen. Okay, also, toi, viel Erfolg. Danke. Nico, hier beim Eisstockschießen, ja, du hast gerade deinen letzten Wurf sozusagen vollzogen. War nicht ganz so glücklich? Nee, im letzten Spiel tatsächlich sahen wir gerade nicht so gut aus. Die anderen Spiele davor waren wir deutlich besser. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es noch reicht oder ob wir uns jetzt dadurch rausgeschossen haben. Das müssen wir jetzt abwarten, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Vielleicht kommt mir auch die kurze Bahn etwas entgegen, also so ein paar gute Würfe waren dabei, aber klar, als Kugelstoßer habe ich es eher mit der Grobmotorik zu tun, wie mit der Feinmotorik. Deswegen. Du bist, wie gesagt, der Olympiasieger in Paralympics im Kugelstoßen. Ne? Und was sind so deine nächsten Wettbewerbe? Wo bist du wieder aktiv? Also das nächste große Wettbewerb, tatsächlich 4 Jahre sind schon wieder rum seit den letzten Paralympics. Das heißt, wir gehen dieses Jahr nach Tokio zu den Paralympischen Spielen, was natürlich das große Ziel ist. Sieht auch bisher gut aus, hat eine sehr gute Vorbereitung. Und ja, jetzt in nächster Zeit, ich mache jetzt 1-2 Meetings hier in Deutschland in der Halle. Einmal im Osten in Rochlitz und dann nochmal in Erfurt. Einfach auch mit ein internationales Meeting, um einfach mal so ein bisschen reinzukommen, um zu gucken, wie das Training so fruchtet. Bisher fühle ich mich sehr gut. Und dann geht es rein in den Sommer und dann natürlich mit dem großen Höhepunkt die Paralympischen Spiele dann in Tokio. Dann wünschen wir dir viel, viel Glück, viel Erfolg und drücken ganz fest die Daumen. Und in diesem Sinne sage ich mal, hau rein und ein erfolgreiches 2020. Danke dir, danke schön. Ja, bis dann. Danke. Im schönen Dirndl natürlich, so wie es sich heute gehört. Ne? Michelle Timm, Kunstturnerin, muss man dazu sagen. Wie ist es jetzt heute da beim Eisstockschießen? Ja, auf jeden Fall mal was ganz anderes. Im Gegensatz zu unserem Hallensport ist hier draußen an der frischen Luft natürlich mal was Cooles. Ja? Ja, es ist ja eigentlich eher Wintersport, aber wenn man den Winter heute so dieses Jahr betrachtet oder diesen Winter betrachtet, ist ja jetzt nicht so wirklich die Temperaturen dafür, oder? Naja, also kalt ist es trotzdem, vor allem im Dirndl. Schneien tut es nicht, aber ich denke, wir haben gutes Wetter erwischt. Genau. Und wie sieht es aus bei euch im Team? Wie ist der Stand? Also ich bin jetzt dran und es sieht nicht schlecht aus für uns. Alles klar, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. Also, beobacht mal, Kamera hält vielleicht mal drauf. Das war dein Mann. Ja, Auch noch Glück gehabt jetzt, ha? Michelle hat es rausgerissen, oder wie? Ja, wir waren schon in Führung und jetzt war das eigentlich, hat sich so nach Hause gebracht, das Ding. Okay. Ich habe es davor schon verkackt, 3 Punkte zu machen. Ich dachte, wir sind schon durch und habe den einfach auf die Hälfte geworfen, aber dafür wurde ich von meinem Team nicht gelobt. Okay. Uns hat Spaß gemacht, so das gesamte Ereignis hier. Doch, auf jeden Fall, ist lustig. Ich habe das noch nie gemacht bisher und macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben auch noch ein schönes Outfit dann. Also. Genau, super toll. Super. Dann viel Spaß heute Abend noch. Dankeschön. 3, 2, 1, hey! Merci! Okay, nochmal. Jetzt kommt nochmal. 1, 2, 3, hey! Super, okay. Darf ich jetzt mit dir rumschnitzen? Dankeschön, herzlichen Glückwunsch an die Sieger und dann geht's ins Rennen. Und guten Abend, viel Spaß beim Feiern.